Ich glaube nicht, dass Kiel sich unter Druck setzen lässt, aber es war für uns heute eminent wichtig. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir müssen so hoch gewinnen wie möglich. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir über 20 Tore gewinnen, das war für mich bis zum letzten Wochenende eigentlich nicht vorstellbar. Wir müssen auch sagen, Eisenach war natürlich personell nicht auf dem Level, was sie normalerweise waren. Das hat uns in die Karten gespielt, aber das haben wir heute gnadenlos ausgenutzt. Und ja, ich bin froh und erleichtert, ja, dass wir jetzt zurück sind im Rennen. Ging es nicht besser, oder? Ja doch, wir haben schon ein, zwei Fehler gemacht, also von dem her ging es schon besser, aber war schon nahe am Optimum, dass Niklas auch so gut hält, wir stehen in der Deckung gut, haben sie auch zu Fehlern gezwungen und ja, wenn man sagt, man will mit der angezogenen Handbremse spielen, wenn der Gegner das sagt, das ist so schwierig im Handball, von dem her haben wir gewusst, wir kriegen unsere Chancen. Sind die Rhein-Neckar-Löwen jetzt der Favorit auf die Meisterschaft, lassen sich nicht mehr nehmen? Das habe ich mir vor drei Spielen schon mal durch den Kopf gehen lassen und dann kamen diese zwei Spiele. Also wir werden unsere Dinge erledigen und ich bete schon fast, dass wir am Ende oben stehen. Sie beten schon fast? Ja, manchmal bete ich, ja. Ja, und wie sieht das Gebet aus? Für wen beten Sie denn morgen? Morgen nicht. Ich bete, dass wir die Spiele gewinnen. Und das wird schon genug schwierig, aber klar, ich werde mir morgen immer noch einen Tank, so einen Flensburger Pils kaufen und während dem Spiel trinken. Also ich gebe alles zu Hause für Flensburg. Patrick Krötzky ist bei uns. Ja, Flensburger Pils, ist das morgen angesagt beim Fernsehschauen? 15.10 Uhr überträgt Sport 1 live? Ja, ich glaube, da eins kann man sich schon mal gönnen auf den Sieg auch heute. Und wir verfolgen sicher das Spiel, aber ja, wichtiger war das heute für uns. Ist ein schönes Wellental. Letzte Woche bekommt man einen verbraten und heute gibt man ja was vor, und zwar in Richtung Kiel. Wie sehr kann die das beeinflussen, den THW? Was glauben Sie? Ich glaube, das beeinflusst die genauso wenig, wie es uns letzte Woche beeinflusst hat. Sicher nimmt man das wahr, aber wir haben letzte Woche auch gewonnen und das wird auch für Kiel das Ziel sein. Und ja, die wollen auch ihre Dinge gut machen und wir versuchen das Gleiche bei unseren Spielen. Und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Ja, das ist die Frage. Patrick, was haben wir denn noch zu erwarten von diesen beiden Mannschaften? Von diesem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen? Mensch, 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 das geht auf die Pumpe. Ja, das ist doch schön. Die letzten Jahre hat sich immer jeder über die Langeweile beschwert. Und dieses Jahr hat man so ein Herzschlagfinale. Und wir sind einfach sehr glücklich, dass wir da ein Teil davon sein dürfen, weil wir uns das auch erarbeitet haben. Und deshalb, ich glaube, jeder Handballfan freut sich auch darüber. Wie sieht es aus im nächsten Spiel gegen die MT Melsungen? Wir werden immer wieder live reinschalten während der Eishockey-WM, Ihnen zuschauen und auch im Livestream dabei sein. Das ist Michael Roth, das ist der ehemalige Trainer der SG Kronau Östringen. Das ist ein Bekannter, der mit einem tollen Team da auftritt. Das wird ein schwerer Gegner. Absolut, das haben wir in Melsungen auch schon erfahren. Haben in der Vorbereitung auch schon ein schweres Spiel gegen Melsungen bestritten. Und deshalb ja, geht es da um alles. Die sind auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt, spielen richtig gute Runde, haben Kiel schon geschlagen, haben Berlin schon geschlagen. Also ich glaube, da braucht man nichts weiter sonst hinzuzufügen. Und deshalb ist es für uns das nächste Endspiel auf unserem Weg. Also wir stellen fest, Patrick Krötzky und Andi Schmid, die genehmigen sich morgen, liebe Zuschauer, in Flens auf der Couch, 15.10 Uhr auf Sport 1. Danke Ihnen, Patrick, und gute Nachhausereise dann hier aus Coburg, dann wieder in die Metropolregion.